Liebe Wohnsiedlerinnen und Wohnsiedler, heute ist Freitag, der 2. Februar und natürlich melde ich mich auch heute wieder mit den aktuellen Themen meiner Woche. Es war eine sehr erfreuliche Woche für mich aus verschiedenen Gründen. Zum einen haben wir diese Woche die Fregala in Betrieb genommen. Das ist im alten Kindergarten im Schönbrunn, der ja leer gestanden hatte jetzt, weil wir neu gebaut hatten in Schönbrunn Süd, konnten wir zwei neue Kita-Gruppen ja einrichten, gemeinsam mit dem EJF, dem Evangelischen Jugendfürsorgewerk. Und wir haben mit den Fregala jetzt dort die Möglichkeit, hier Krippenkinder, aber auch Kindergartenkinder, Regelkinder unterzubringen und freuen uns ganz besonders, dass wir jetzt in diesen tollen und auch renovierten Räumlichkeiten für alle Kinder in Wohnsiedel, für alle Eltern gute Betreuungsmöglichkeiten bereitstellen können. Es gibt auch noch Kapazitäten. Das heißt, wer jetzt auch noch Plätze braucht, einfach beim städtischen Kita-Platz-Bedarfsmeldeprogramm auf der Website wohnsiedel.de anmelden. Dann haben wir außerdem in Schönbrunn in dieser Woche eine sogenannte Power-to-Heat-Anlage im Heizkraftwerk, also im Dorfkraftwerk, in Betrieb genommen. Dort wird ja eigentlich Wärme fürs Nahwärmenetz und Strom auch für die Ortschaft produziert, indem also Holzpellets verschwelt werden und mit diesem Holzgas dann Motoren betrieben werden, die in einem Kraft-Wärme-Kopplungssystem eben Strom und Wärme produzieren. Und zusätzlich haben wir jetzt eben da noch eine Power-to-Heat-Anlage eingerichtet. Und diese Power-to-Heat-Anlage, die erwärmt also zusätzlich diese Heizungsanlage für das Nahwärmenetz mit Strom. Und das machen wir natürlich nur dann, wenn ganz viel Strom im Netz ist, also im Sommer, wenn die Sonne scheint, beziehungsweise wenn auch in der kühleren Jahreszeit vielleicht der Wind stark weht. Und wir tragen damit dazu bei, die Überkapazitäten im Netz zu entlasten. Also wir stützen das Netz, können damit die billigen Zeiten, in denen der Strom billig ist, auch nutzen, um hier zusätzlich Wärme zu erzeugen, tragen damit also auch zu einer wirtschaftlichen und sinnvollen Verwendung der erneuerbaren Energien bei und sparen uns parallel natürlich auch noch die kostbaren Holzpellets dann in dieser Zeit für den Winter auf, wenn die Sonne nicht scheint oder wenn der Wind eben nicht weht für die Nacht, und können damit also wirklich unser starkes System des Wohnsiedlerwegs der Energiezukunft mit einer guten Vernetzung über alle Sektoren und auch der Verbindung aller Ebenen nochmal ein Stück weiterbringen. Also wieder ein kleiner Baustein auf unserem Weg der Energiezukunft. Dann gab es in dieser Woche für mich ein richtig gutes Gespräch nochmal zum Tag der Franken beim Bezirk Oberfranken mit dem Bezirkstagspräsidenten Henry Schramm und den dortigen Kollegen, auch mit meinen Kollegen hier aus dem Rathaus, die federführend hier die Planungen machen für den Tag der Franken am 7. Juli in Wohnsiedel. Und das wird ein ganz, ganz tolles Event. Das ist jetzt nochmal deutlich geworden. Die Planungen gehen voran. Alle, die sich beteiligen möchten, werden jetzt in den nächsten Wochen auch angeschrieben werden und offiziell die Möglichkeit bekommen, sich auch formal anzumelden. Und jetzt geht es wirklich ganz, ganz stark in die Planungen. Wir werden das auch im Februar im Stadtrat dann nochmal öffentlich präsentieren und ausführlich. Und jetzt geht es also so richtig los, nachdem jetzt einige Monate und in den letzten Zeiten auch des Jahres 2023 da ganz intensiv noch geplant wurde. Und jetzt können wir also richtig starten. Dann, richtig erfreulich auch in dieser Woche, ich habe es gesagt, war eine sehr gute Woche, das Geld für das Future Energy Lab, für unsere Forschungseinrichtung in Wohnsiedel zum Thema Energiezukunft, ist jetzt im Haushaltsentwurf des Freistaats Bayern auch fix verankert, so wie das geplant war. Und ich bin ganz, ganz froh, dass nach diesen Planungen und der Phase auch der Ankündigung jetzt auch sozusagen Nägel mit Köpfen gemacht werden können und wir starten können. Jetzt ist offiziell im Staatshaushalt dann das eben auch eingeplant und jetzt kann es also ab heuer dann auch richtig losgehen. Ich hatte eine tolle Sitzung gemeinsam mit der Seniorenvertretung der Stadt Wohnsiedel in dieser Woche und wir haben uns ausgetauscht, was können wir für die Seniorinnen und Senioren in Wohnsiedel noch besser machen, und da arbeiten wir ja auch täglich dran. Ich hatte gute Gespräche in dieser Woche auch nochmal zum Thema Kaserne. Dort entsteht ja jetzt gerade ein Wohngebiet und da stimmen wir uns fast wöchentlich auch mit dem Eigentümer ab, um diese letzten Erschließungsmaßnahmen noch abzustimmen. Das Gleiche gilt auch
für den alten Bahnhof. Oben am Bahnhofspark, dieses alte Gebäude ist ja wirklich nicht schön anzuschauen, so wie es momentan dasteht. Da bemühe ich mich momentan massiv darum, dass wir das in die Investition bringen mit einem Investor. Und auch dazu gab es in dieser Woche gute Gespräche. Ich hoffe, da geht es in den nächsten Tagen und Wochen dann auch weiter. Ich habe mich sehr gefreut über die Geschäftseröffnung bzw. Geschäftsübernahme von Haargenau. Und zwar ist es ein bestehender Friseursalon, ehemals Friseure Hähnlein, von Martin Hähnlein geführt. Und nach einer Übergangsphase hat jetzt hier Susanne Birner eben mit der Namensänderung Haargenau diesen Salon übernommen, wird in bewährter Weise weitergeführt von der Geschäftsführerin Nadine Mauersberger. Und ich habe mich sehr gefreut, dass es hier jetzt weitergeht in der alten Ratsgasse. Der Hauptausschuss unseres Stadtrats hat getagt, und zwar diesmal gemeinsam mit dem Bauausschuss. Wir haben einige Bauanträge auf den Weg gebracht und haben aber dann auch schon mal angefangen, uns mit den Haushaltsplanungen für dieses Jahr 2024 zu beschäftigen. Es wird ein herausforderndes Jahr, weil im Verwaltungshaushalt natürlich Personalkostensteigerungen, allgemeine Kostensteigerungen drücken, weil die Kreisumlage drückt. Wir haben ja die Krankenhausfinanzierung zu bewältigen. Wir haben massive Steigerungen in den Sozialausgaben auf Landkreisebene zu bewältigen. Die Bezirksumlage steigt und wir müssen natürlich alles das auch im Wege der Kreisumlage der Gemeinden und Städte entsprechend abfangen. Also hier haben wir große, große Aufgaben vor uns. Parallel gelingt uns im Investitionshaushalt eine große und gute Entlastung, weil der Freistaat Bayern uns massiv jetzt endlich unterstützt. Die Bemühungen der letzten 4 Jahre unseres Konsolidierungsweges sind endlich erfolgreich und wir kriegen massiv Stabilisierungshilfe der Säule 2, also Hilfe zu den Investitionen der Stadt Wunsiedel durch den Freistaat Bayern, durch die bayerische Staatsregierung. Und ich freue mich ganz besonders, dass uns das jetzt heuer zum ersten Mal dann auch massiv hilft. Also wir ernten jetzt die Früchte der harten Arbeit der letzten 4 Jahre. Massiv hilft dabei, die Neuverschuldung nochmal massiv runterzudrücken und damit also ganz stark auch zur Entschuldung der Stadt Wunsiedel beizutragen. Also wir sind hier auf einem richtig guten Weg und ich kann wirklich sagen, dass es jetzt ab heuer auch mir zum ersten Mal so richtig Spaß macht, das Thema Haushaltsberatungen anzugehen, weil wir jetzt langsam in dieses rollierende und gute System auch reinkommen der Konsolidierung und der Haushaltsentlastung. Ja, und dann stehen für mich heute noch gute und wichtige Gespräche auf dem Programm für eine potenzielle Ansiedlung eines Gewerbeunternehmens hier in Wunsiedel am Gewerbegebiet am Plärrer. Da arbeiten wir mittlerweile seit einem halben Jahr dran mit diesem Unternehmen. Und so langsam wird es etwas konkreter und ich würde mich sehr freuen, wenn wir da heute wieder ein Stück weiterkommen. Ihnen, liebe Wunsiedlerinnen und Wunsiedler, wünsche ich jetzt ein schönes Wochenende, gute Erholung und alles Gute. Bis bald.